damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade in Venedig. Also eigentlich haben wir J9 Urlaub und fahren dann noch in die Nähe von Pesaro fahren, heißt die Ort schon. Und jetzt haben wir uns gedacht, ja, nein, wir schauen nochmal in Venedig vorbei, genießen so ein bisschen da Venedig und dann nehmen wir ihn jetzt mit. Wie war die Experience in Venedig? Alter, so nice. Einfach mal so ein kurzer Trip für 1 bis 2 Stunden. Richtig viel gesehen, es hat sich so gelohnt. Ich habe es so geliebt mit euch. Aber es ist komplett heiß. Aber wir haben das Auto wieder back. Das ist echt. Der Dominik! Alter, das ist unser Bude. Da gibt es jetzt eine Roomtour dann. So, also wir zeigen euch jetzt mal die Inner Section von unserem netten Häuschen da. Und zwar haben wir da so Chill-Out-Ecke, ganz, ganz krass. Dann gehen wir weiter. Also nur kurz, so wie es jetzt ausschaut, schaut es ungefähr am Tag 5 Minuten aus und dann ist alles wieder vollgerannt. Aber genau, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, da nur 3 Äpfel hin. Gepackt für die Ästhetik. Ganz, ganz großes Kino. Und da hinten sieht man die fleißigen Arbeiter in der Küche. Im Weinberg. Ja, perfekt, Alter. Aber ich nur ein bisschen das Öl drüber. Dann kann man so, oh, let's go, Kind. Das haben wir noch vergessen. Ganz, ganz cool. Das ist so unser Gebetsraum da. Also einfach so, wir haben da ein Kreuz aufgestellt. Da haben wir ganz oft Morgenlob. Und einfach so ein Rückzugsort, wenn es mal laut ist oder so. Dann kann man easy da mal her, ein bisschen Gitarre spielen oder viel spielen auch am Klavier. Und jetzt zeige ich euch noch so mein Zimmer, dass man sich das auch noch ein bisschen vorstellen kann. Nein. Also, da sind wir da so, ja, halbwegs clean. Also das ist jetzt auch ein Ausnahmezustand bei mir tatsächlich. Aber Bett ist gemacht, also wenn ich einen habe ich wenigstens am Abend noch ein schönes Bett, wo ich mich reinchillen kann. Da schlafen David und Julius. Das zeigen wir jetzt auch. Ist schon nicht ziemlich aufgeräumt. Und jetzt gehen wir raus. Okay, also da haben wir so ganz entspannt unsere Hütte, gell? Extrem cool, da wohnt der Housekeeper einfach. Wow. Und wenn wir da so aufgegangen, follow me. Dann haben wir da erstmal so, ja, schon ganz cooles Areal mit Olivenplantage und so. Also keine Ahnung, das ist ziemlich groß. Das sieht man dann eh in die Beauty Shots. Aber was ein ziemliches Highlight ist, ist einfach dieser Private Tennis Court, weil was tat man denn sonst in Urlaub, oder? Einfach so einen privaten Tennisplatz haben. Da kann man sogar skaten, also ich fühle es schon ziemlich. Anna freut sich auch sehr, dass sie Tennis spielen kann. Das ist echt extrem entspannt, oder? Und jetzt sind wir da beim Herzstück unseres Areals, der Pool natürlich. Da freut man sich extrem. Der ist, ja, ist halt einfach fein. Und damit wir jetzt stilvoll in die Cinematics reinjumpen, würde ich sagen, let's jump in! We'll be right back.
Also nur ganz kurz, wie real sind wir? Die Beauty Shots, alles für die Beauty Shots. Real. Super. Das war's dann. Wow. 9 Monate, ihr habt 9. Ist over! Ciao, ciao, ciao.